Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldadom zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Achso, neue Funktion entdeckt. Ich kann mich ducken. Ja, da stehe ich vor meinem Haus. Das haben wir im letzten Part zumindest in der Grobform fertig gekriegt. Und es wird gerade wieder nachts, das heißt, ich sollte mich mal reinlegen zum Schlafen. Ich glaube, das machen wir am besten jetzt mal, bevor jetzt hier die Zombies und Monster kommen und uns überraschen. Und ich würde direkt mal sagen, wir bauen heute ein bisschen weiter an der ganzen Sache hier. Ja, wäre glaube ich nicht unklug. Hier ist noch Platz und Raum für eine zweite Etage. Da sehe ich Potenzial für eine zweite Etage. Da kann man hier schon was hinsetzen. Da habe ich einen kleinen Dirtblock schon hin platziert. Ein kleines Zeichen, wo ich das hinbauen will. Ja. Dann gehen wir heute in die Etagen. Und wahrscheinlich kramen wir uns dann auch runter und machen einen Untergeschoss. Nicht nur eine zweite Etage, sondern auch ein U1. Untergeschoss, UD. Obergeschoss und Untergeschoss. So sieht's aus. Was haben wir denn im Inventar? Nicht das passende Holz. Wir müssen noch ein bisschen was abgraben gehen. Kann ich mir irgendwie eine Axt aus Stein holen oder geht das nicht? Da brauche ich Holz für ein paar Sticks. Naja. Dann muss ich wohl mal. Die Bäume sind nachgewachsen. Sehr gut. Gleich mal ein bisschen abholzen. Das ist so der Plan. Oh, ein Huhn, ein Klausianer. Die auch hier wieder. Vielleicht schaffe ich es ja mal, die einzuzäunen. Vielleicht, wenn wir hier noch Holz haben, irgendwann können wir draußen auch nochmal ein kleines Zäunchen bauen. Da können wir uns dann auch unser Haustier halten. Ob das nun ein Huhn wird, ob das Klaus Nummer 2 wird, oder ob das dann ein anderes Tier wird. Ein Schwein, eine Kuh, ein Lama. Wer weiß, ein Hund, eine Katze. Und da können wir es auf jeden Fall dort halten. Hier ein bisschen Holz abgebaut, damit wir uns zwar mal was bauen können. Ja, so, hier kann man ansetzen. Zack. So. 28 ist nicht viel, aber ein bisschen was kriegen wir an Holz da raus. Erstaunlich viel sogar. Wow, damit können wir ja sogar noch ganze Dinge bauen. Können wir ganze Hütten hier noch aufbauen aus dem Holz. So, zack. Bauen wir es zu Ende. Ja, das ist das richtige Holz, oder? Oder irre ich mich da? Dann können wir auch noch eine Holztreppe bauen. Wäre normalerweise der erste Weg. Hier meine Treppe hinzubauen. Ich würde es auch eher aus Stein machen, oder? Haben wir denn noch? Was haben wir denn hier noch im Angebot?
Sandstein, Stein. Weiße Wolle. Stein müssten wir noch ein bisschen abbauen. Wie wär's denn mit einer gläsernen Treppe? Wie wär's denn damit? Nee, ich glaube, das wird nichts. Ist eine schlechte Idee. Stufen. Bruchsteinstufen. Wie viele Stufen? Ja, Bruchstein ist bestimmt nicht das Eleganteste, aber für den Anfang könnte es ja, glaube ich, mal reichen. Okay. Damit wir hier nicht auf Klötzen rumlaufen. Das klappt nicht so ganz. Okay. Okay, da muss ich über mir was abbauen. So. Da muss was weg. Und dann klappt das auch, dann kommt man da hoch. So, Stufe. Und zack. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier noch ein Block, da noch eine Stufe. Ja, irgendwie. Passt schon irgendwie. Eichenbretter noch dran, damit wir die zweite Etage hier auch benutzen können. Ja, damit wir nicht nach unten fallen. So, hervorragend. Hier kann man dann auch noch leben. Kann man auch noch irgendwas hinbauen. Jetzt hier runter. Zack. Gut. Vielleicht entfernt man hier noch ein bisschen was. Wie sieht das aus, wenn man da unten Platz lässt unter der Treppe? Wäre doch eine Option. Zack. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Nicht ganz so clever. Ja, später kommt da noch eine bessere Treppe hin, aber jetzt haben wir die erstmal. Was für Etage 2. Großartig. Ich würde sagen, gleich als nächste Variante können wir dann uns gleich eine Etage nach unten graben. Und wo sonst hin, außer nach unten. Und das Werk gräbt sich nach unten. Da brauchen wir eigentlich Fackeln für. Damit wir da unten Licht haben. Also erstmal Kohle besorgen. Und da haben wir da ein bisschen was. Schwarze Wolle? Nee. Dann gehe ich mir mal eine Axt holen. Und dann gehen wir mal ein bisschen was suchen. Ein bisschen Kohle und so weiter. Ja, sorry Leute, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Merkt ihr vielleicht an meiner Moderationsart. Der Klaus. Der ist auch hier, der wird vielleicht bald eingesperrt. In einen Zaun. In Gatter. Oder wir holen uns mal ein anderes Tier als Haustier. Könnt ihr ja vielleicht mal abstimmen. Vielleicht können wir da irgendwie mal was finden. Als Haustier. Schaf als Haustier. Nee, nicht so wirklich. So, wo findet man denn am besten Kohle? Kohle, Kohle, Kohle ist das, was ich jetzt brauche. Ich glaube, da laufen wir zur falschen Tageszeit los. Das ist jetzt hier eigentlich ziemlich falsch. Es wird nämlich schon Abend. Sollte man vielleicht mal am Morgen loslaufen. Das wäre vielleicht nicht schlecht.
Dann kamen wir uns mal irgendwo runter. Vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit runter, um Kohle zu bekommen. Dann machen wir es mal hier in der Nähe des Hauses. Damit wir es nicht zu weit haben. Obwohl wir noch schon unten sind. Ah, okay. Das ist dunkel. Und wir haben noch keine Kohle. Ich befürchte Schlimmes. Das ist vielleicht wirklich gut, mal vorher zu schlafen, dass man dann hier den Spawnpunkt des Bettes hat. Oh, und ich habe hier schon das erste Skelett gespürt. Also ab ins Bett. Da steht es vor der Tür. Das mordsgemeine Skelett. Und da brennt es. Oh. Mein Herzenvorrat ist ziemlich knapp. Nicht mehr viele Herzen habe ich in der Leiste. Sollte man vielleicht mal heilen. Ich glaube, Äpfel oder so würden da gehen. Na, kann ich mein Fleisch alle machen, damit das Herz lädt, oder bringt das nichts? Nee, ich kann auch nicht essen, wenn ich nicht hungrig bin. Naja. Dann graben wir uns mal irgendwo runter und hoffen, dass es nicht zu düster wird. Und hoffen, dass wir schnell Kohle finden. Dann können wir uns Fackeln auch für die Höhle machen. Ja, ich würde mal sagen, da ist ein Gebirge, da ist viel Stein. Vielleicht hier. Vielleicht findet man ja hier irgendwo Kohle. Und ich sehe schon Kohle. Das holen wir uns, da müssen wir gar nicht runter. Können wir hier einfach mal ein bisschen was ernten. Müssen wir gar nicht so tief unter die Erde. Können wir hier direkt an der Oberfläche kratzen. War es das schon? Ein bisschen mehr Kohle hätte ich vielleicht schon. Und da drüben ist noch was. Ja, Kohle ist ja nicht so schwer zu finden. Wie man sieht. Wir werden auch bestimmt noch in irgendeinem Part mal. Irgendwann mal. Ich habe schon im letzten Part mal angekündigt. Eines Tages werden wir unter die Erde gehen und mal nach Kohle, nach Eisen und nach Rohstoffen, nach Diamanten suchen. Mal sehen, wie oft wir da sterben werden. Das wird auch hier in der Gegend passieren. Ich werde mich dann irgendwann mal hier in diese Schlucht hier reinbegeben und da runter mich graben. Ja. Kann auch vieles kommen in diesem Projekt. Noch mehr Kohle. Ich sehe Kohle hier an der Oberfläche. Wow. Dann brauchen wir ja gar nicht unter der Erde was machen. Großartig. Und wenn sowieso gleich mit die Erde war, dann müssen wir kein Kohle sammeln unter der Erde. Also nicht extra für die Kohle unter die Erde gehen. Das wäre ja Schwachsinn, nur für Kohle darunter zu gehen. Da geht man wegen wichtigerer Sachen hin. Wichtigere Sachen, nicht Kohle. Kohle ist auch irgendwie wichtig, aber nicht so wichtig. Ja, dann dauert bei mir jetzt alles hier ein bisschen länger. Das ganze Projekt ist bei mir ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger und ein bisschen gechillter. Aber ich glaube, das müsste euch klar sein. Das muss jedem Zuschauer vom Zwergenfürst klar sein. Das ist, dass das so ist, dass ich nicht der Schnelle und... Ja, wie soll ich sagen? Der Hastige, der Laute, der Actionreiche und geladene bin. Und dass ich auch gerne ruhig und langsam bin. Ich sehe das nicht unbedingt als Schwäche. Ich sehe das eher als Stärke an, weil... Ja, Leute, wie soll ich sagen? Die Welt ist so stressig, so schnell, so laut, so... energievoll und der
langsam genug sein. Oh, Wasser. Haben wir hier eine Wasserhöhle gefunden. Na toll. Haben wir ein kleines Schwimmbädchen. Na super, das wollte ich eigentlich nicht. Und was habe ich denn jetzt hier gemacht? Jetzt habe ich hier gar nicht die Fackeln gecraftet. So ein Blödmann. Ich gehe doch hier drauf. Vielleicht kann ich mich da aus dem Berg herausgraben. Hier ist noch mehr Kohle. Ich will es hier gleich nicht. Und ein Skelett kommt von hinten und schießt mich ab. Ist, glaube ich, viel eher, aber gut. Ah, Licht. Das ist gut. Wir haben einen Seitenausgang. Hier nicht stürzen. Seitenausgang zum Keller. Genauso muss das. So, jetzt erstmal Fackeln craften. Ist einfach nicht unklug. Weil da unten ist es ziemlich dunkel. Mit Fackeln, Fackeln, Fackeln. Kürbislaterne. Auch nicht schlecht. Okay, da wollte ich eigentlich mal eine Leiter hinbauen, aber ja. Ich glaube, wir bauen mal hier eine Werkbank ab. Und den Ofen kann man in die zweite Etage stellen. Stört der hier nicht beim Loch. Zack. Und die Fackeln nehmen wir mal in die Hand. Wenn wir hier runterlaufen, runterfallen. Und hua! Da sind wir schon unten in der Höhle. Leuchten wir sie mal ordentlich aus, damit wir hier keine Gefahren haben. So, wie werde ich das Wasser hier los? Hier wollte ich eigentlich einen hübschen Keller bauen. Jetzt habe ich hier eine Höhle unterm Haus. Na, wundervoll. Ein Bruchstein. Na schön, na schön, na schön. Vielleicht macht man hier ein Planschbecken hin, wo man reinfällt. Kann man es vielleicht ein bisschen verkleinern. Dann kann man hier alternativ raus. Ein bisschen Holz hinbauen. Okay. So, haben wir hier einen offiziellen Ausgang. Und da fließt das Wasser auch schon ran. Ja. Wasser ist eigentlich nicht so hübsch. Das macht nicht so viel Spaß. Das können wir ja hier begrenzen. Mit ein bisschen Holz. Na, kriegen wir es hin. Machen wir so ein bisschen, dass es gewollt aussieht. So, da kommt man also runter geplumpst. Da brauchen wir gar keine Leiter. Da haben wir hier so ein kleines Schwimmbecken. Das sieht doch elegant aus, oder? Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. So, hier noch ein bisschen Stein abgraben. Kann man den Boden hier auch gleich aus Holz machen. Aufpassen, dass wir nicht ertrinken. Unterwasserarbeit muss immer mit viel Luft passieren. Beim Wasserbecken machen mit schon Wasser drin, das ist immer ein bisschen gefährlich. Zack. Mir wird die Luft bald alle, zack, immer wieder auftauchen, dann wieder untertauchen, wie so ein Geheimagent. Zack. Oh, auftauchen nicht vergessen. Ich will hier unten nicht sterben. Das wird ein bisschen...
das lässt sich ja ändern, da kann man ja was holen. Okay, jetzt müssen wir erstmal das Bett holen. Uns erholen. Wir müssen, bevor wir hier von den Monstern gekillt werden. Wir brauchen auch noch eine Tür vor diesem Bad dort unten. Sonst kommen die Zombies da unten in den Keller rein. Das ist auch nicht so gut. So. Und platsch. Dann kann man hier dann hoffentlich raus. Hops, ja, kann man. Dann können wir das hier wundervoll einrichten. Zack, damit es auch schön aussieht. Hier mal ein bisschen was abgegraben. Hops, Auftauch. Holz holen, Holz holen. Ja, unter der Erde, da bemerkt man nicht so leicht, wenn es Nacht wird. So, welcher der Bäume hat noch Holz? Du hast noch Holz. Können wir mit der Fackel abgraben. Das Fichte, das was von Fichte rausgekommen. Okay, mal schauen, obwohl wir das lieber aufheben müssen. Na, sind wir denn reingekommen? So, Werkbank steht oben. Stimmt, da war ja was. Muss mich erst umgewöhnen. So, dann wird hier mal weitergebaut. Unter der Wasseroberfläche. Zack, ein kleines Auffangbecken. Nicht für den Reaktor, sondern für den Zwerg, der da aus dem... Haben wir das Becken auch fertig? Na gut. Ja, sieht ganz in Ordnung aus. So, dann kommt man hier raus. Da müssen wir noch ein bisschen mit Stein abdecken. Oben habe ich ja schon ein bisschen Stein gebrannt. Und dann werde ich auch gleich nachholen. Und zwar genau jetzt. So. Das Wasser dann ein bisschen abschneiden. Das brauchen wir dann nicht. Außerhalb des Beckens. Was haben wir denn hier? Ist da jetzt eine große Höhle oder was? Na wundervoll. Eine riesige Höhle. Scheint mir zumindest so. Die wollen wir auch zubauen hier. Das Wasser. Na toll, da haben wir hier eine Aufgabe. Da brauchen wir ein bisschen mehr Stein. Könnten wir von der Umgebung. Zack. So. Können wir das einfach freilassen hier oder? Können wir eine Wand zwischenziehen oder? Werden da dann Monster auftauchen und uns den Keller belästigen. Ich fürchte jetzt weiteres. Aber gut. Wir bauen es vorerst einfach mal zu. Ja. Bauen wir zu.
Und zack. Dann machen wir hier ein kleines Kellerchen draus. Ja, mit der. Zack. Dann hier ein bisschen was zu recht kloppen. Damit es auch gut aussieht. Die Kohle können wir mal gebrauchen. Auch fürs Feuer anheizen ist es nicht schlecht. So, der Eingang hier, der Ausgang hübsch gemacht. Ja. Ansonsten sind wir kreativ und machen das Ganze erstmal mit Bruchstein, bis wir was Neues haben. So eine bessere Idee haben. Joa, dann bauen wir was Schönes draus hier. Könnten wir vielleicht tatsächlich in diese Richtung gehen und da noch ein bisschen was draus machen. Den großen Kellerraum hier, ein bisschen Aufbewahrungszeugs und so weiter. Ich glaube, ich mache erstmal diese gerade dort, ich mache die Wand ein bisschen gerade. Damit das nicht ganz so hingeschmunzt aussieht. Sondern ein bisschen nach einem gewollten Einrichtungsdings aussieht. Als hätte ich so einen Stein gehauen. Was ich auch habe. Ja, mal schauen, was man hier daraus noch so machen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann hier halt in diese Richtung noch ein bisschen was geht und da in diese Richtung. Dass man halt hier so ein bisschen gängemäßig was hat. Aber für den Anfang hier ist das, glaube ich, ganz gut. Kann man hier noch ein bisschen weiter graben. Ein bisschen erweitern. Da geht auch schon die Spitzhacke kaputt. Müssen wir mit der Hand weiter graben. Ja. Langsam geht's voran. Langsam ist heute das Stichwort. Ja. So, Fackeln ordentlich ausleuchten, damit hier ja nicht die Monster auf blöde Ideen kommen. Ich glaube, gerade hier wäre es so klug, direkt neben der Tür. Da müssen wir noch eine Tür einbauen. Ein bisschen zu viel Licht vielleicht, aber gut. Zack. Okay, die sollte ja andersrum stehen. Aber gut. Lässt sich ja noch ändern. Aha. Sollte man natürlich vorsichtig sein hier vor der. So sieht doch schon viel besser aus. Oh, ein Schwein. Ein Schwiesbachschwein. Hallöchen. Möchtest du das neue Haustier werden? Ich weiß, es gibt schon jemanden mit einem Schwein als Haustier, zum Maskottchen. Aber warum dürfen wir kein Schwein haben? Also hier passt doch noch, wenn man hier ein bisschen was ausbaut. Unter Umständen ein kleines Gatterchen hin. Für was auch immer wir da haben wollen. Und das Schweinchen sieht schon zu. Es möchte hier wohl angesiedelt werden, wie es ausschaut.
Zeit. Ich weiß das ja alles noch gar nicht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie man denn überhaupt so ein Schwein züchtet zum Beispiel. Das würde mich mal interessieren. Wie machen? Okay, ich brauche mal die Werkbank. Mit den normalen Sachen passiert ja relativ wenig. Schwein, bleib wo du bist. Sperre ich gleich ein hier in den Käfig. So, Eichenzaun. Das hat ja viel gebracht. So, wo hat man denn die Kürbislaterne? Die können wir doch euch ja schon mal hinstellen. Ist aber ja nicht mal so scheiße. Die Idee. Kürbislaterne. Wo stellen wir die am dümmsten hin? Hier. Erzeugt helleres Licht als Fackeln. Schmilzt Schnee und Eis und kann unter. Und so weiter. Ich glaube, das stellen wir mal oben hin. Das ist besser aufgehoben. So. Wie wäre es mit. Hier. Machst du Licht für den Raum? So ein kleines Gitterchen am Haus bauen. Ja. Oh, das Schwein geht schon freiwillig rein. Jetzt so hier. Gehst du da rein, Schwein? Lässt du dich fangen? Schieb. So. Gezähmt ist das noch nicht, aber. Ist das hier erstmal eingekäfigt? Die kann man auf jeden Fall noch irgendwie. Wie sagt man das? In Zaun, Tor reinbauen, damit man da selbst rein und raus kann. So sieht das dann aus. Davon haben wir jetzt eins. Das bauen wir am besten morgen ein. Schlafen wird jetzt erstmal. Yeah, schlafen. So. Am neuen Tag kommt jetzt hier vielleicht einfach mal das Tor hin. Zack. Und. Hinter ein Tor rein. Können wir dann zack öffnen und reingehen und rausgehen. Hervorragend. Da haben wir doch erstmal unser kleines Hausschwein. Was noch nicht gezüchtet ist, vielleicht können wir das dann irgendwann mal zähmen. Zähmen ist das, glaube ich, nicht zu züchten. Joa, so ungefähr. Dann würde ich doch mal sagen. Hoppala. Bin ich wieder runtergefallen. Zum Glück sanft gelandet im Wasserbecken. Ja, wird hier in der nächsten Zeit mal was entstehen, wie es ausschaut. Da werden wir viel Spaß dabei haben. Ich glaube, im nächsten Part gehe ich aber erstmal so mich eingraben. Da besorge ich mir eine Spitzhacke und ein Schwert und dann gehe ich erstmal unter die Erde. Und gucken mal, was wir da für Materialien finden, dass wir dann später meine Kenne ausbauen können. Und ich würde mal sagen, wie sieht da mir einiges erledigt. Wenn ich das noch ordentlich zusammenschneide, haben wir da einen ordentlichen Part draus gemacht. Ja, hier lässt sich doch mittlerweile wohnen. Haben wir hier direkt vorm Fenster so das Haustier stehen in seinem Käfig. Ja, könnte ich auch mal bei der Gelegenheit
wo ihr mir in die Kommentare schreibt, wie man das denn bitte zähmen kann. Auch mal gleich Namensvorschläge reinhauen. Wie denn bitte der Kleine hier nennen darf, wie man den so nennen darf und wie der so heißen soll. Andere schöne Namen außer Edgar. Vielleicht gibt es da noch was, was man da machen kann. Joa, so viel dazu. Ich würde mal sagen, dümm ich noch um, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem zweiten First verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen förstlichen Tag, sagte ich das schon, egal. Haut da rein, man sieht sich. Ciao, ciao.